Meatloaf 1999. Haare ab, Speck weg, Stimme, naja. Alles beim Alten. Natürlich gab es auch wieder das alte Spielchen, die Schöne und das Biest. Alter Wein in neuem, dünneren Schlauch. Ungeduldig drängten seine Fans schon am frühen Abend auf Einlass, trotz der Frühlingssonne. Weil es geil ist. Weil Meatloaf einfach geil ist. Trotz des schönen Wetters. Ja. Der ist bei jedem Wetter geil. Vor allen Dingen die ganze Rockmusik, also so seine ganze Aufmachung und so. Finde ich top, also. Einzigartig. Mögen seine Musik, seine Stimme, unser Sohn auch. Du findest Meatloaf auch gut? Ja. Was sagen deine Klassenkumpels dazu? Nichts. Schon als Junge war er füllig. Aber Meatloaf machte Karriere zunächst als Motorradrocker in der Rocky Horror Picture Show. 1977 gelang ihm mit seinem Bad Out of Hell Album der internationale Durchbruch. Die Schöne und das Biest, Teil 1. Dann der Absturz. In den 80ern war Meatloaf weg vom Fenster. Er verlor zeitweise seine Stimme und trennte sich von Jim Steinman, seinem Produzenten. 1994 dann das Comeback, Meatloaf auf der Bad Out of Hell 2 Tour. Deutlich abgespeckt, ansonsten wie eh und je Bombast und Rockerleidenschaft. Sein Kniff? Schaut euch Madonna an. 2 Millionen für ein Video, egal welcher Clip, sie ist immer Madonna. Sehr schön, großartig. Sie macht das ganz toll, verkauft Madonna. Sie will so gut wie möglich aussehen, ich nicht, ich will hässlich aussehen. Und er hat hart an sich gearbeitet. Meatloaf mit seiner neuen Single übersetzt etwa, ist denn nichts mehr heilig? Was soll man sagen? Das Konzert war nicht ausverkauft, aber wenn man es heutzutage genauer wissen will, geht man zum Fanshop. Wie verkaufen sich die Meatloaf-Devotionalien? Es ist eine sehr gute Show und der Verkauf ist okay. Was gibt's Neues? Dieses hübsche T-Shirt von der neuen Tour. Der Verkauf ist schon okay. Auf gut Deutsch heißt das wohl so lala. Meatloaf spielte mit vollem Körpereinsatz. Er schrammelte mächtig mit, war viel unterwegs. Man konnte fast den Eindruck haben, er drücke sich ein wenig vor den Gesangsparts. Warum nur? Sein Publikum feierte gestern Abend trotzdem. Die gemeinsame Vergangenheit und Meatloafs Laufleistung.